Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, wir sind auf dem Weg nach Quart, wollen das weiter befreien, sagen wir so. Und Martin ist jetzt in der Wolkenfeste, heißt das glaube ich, Wolkenfeste? Ich glaube so irgendwie in der Richtung, der ist jetzt da in Sicherheit. Joffrey ist auch dort in Sicherheit bei den Klingen. Wir sind jetzt auch Teil der Klingen. Aber ich würde jetzt noch nicht weiter mit der Hauptstory machen wollen, sondern mal schauen, was ich da für Quests bekomme. Da haben wir wieder ein Oblivion-Tor, an dem ich lieber erstmal vorbeireiten will. Und unseren Weg nach Quatsch finden. Da haben wir auch offiziell den Titel bekommen, hier der Held von Quart. Da vorne schon der nächste Oblivion Tor. Wie viele Oblivion Tore sind hier? Also die Oblivion-Tore würde ich gerne irgendwann später anfangen zu machen. Ich frage mich aber auch, wie lange werden wir mit Oblivion beschäftigt sein? Sprecht. Denn Morrowind hatte schon fast 200 Folgen gedauert. Daggerfall war auch so um die 110 Folgen. Arena war sogar 120 Folgen. Nur, Dingens hier, Redguard war um die 40. Daher frage ich mich, wie lang wird das hier dauern, wenn wir alles mitnehmen? So, Quatsch, Anvil, dahin. Also ich gehe mal von aus, dass wir hier vielleicht so um die, auch so um die 200 Folgen machen werden. Gehe ich mal von aus, auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn Oblivion auch lange dauern würde. Vor allem, ich habe ja auch schon mittlerweile eingeführt bei mir auf dem Kanal, dass die Folgen schon auch länger sein werden. Einen Moment, ich muss hier nochmal wieder was machen. Hier ist wieder was durcheinander gegangen. So. Obwohl, warte mal, ich bin sofort wieder da. Und da bin ich wieder. So, sorry, musste eben ganz kurz was machen. Weil genau in dem Moment wurde ich angerufen. So. Quart und Anvil dahin. Okay. Ist schon wieder dunkel, ne? Kann ich hier auf dem Pferd mitten in der Luft warten? Okay, können wir nicht. Auf dem Pferd sind wir mitten in der Luft. Okay. Gut zu wissen. Ist ja nicht mehr Rast, ne? Also die ganzen Eladen-Tempel, die müssen wir uns auch alle mal ansehen. So, einen Moment, wir müssen dann vielleicht doch lieber Quatsch hier aktiv halten. Die Schlacht um Schloss Quatsch, dass das da aktiv ist. Und dann später holen wir uns das Pferd aus dem DLC. So, Anvil, Quart, Stahler. Ah, da sind wieder die Imps, also die Kobolde.
Aber hier ist es jetzt nicht mehr so häufig mit diesen Angriffen wie in Morrowind von diesen Ebern und von diesen Klippenläufer. Irgendwann müssten wir jetzt die Fluchtangriffe haben, oder? Ach, die sind auch wieder da. Aufgegebene Mine. Guck mal, ob wir hier dran vorbei können. Ich will ja direkt nach Quatsch. So, nee, okay, ist keine direkte Hauptstraße, aber eine Umleitung. Ist auch schon wieder dunkel. Das Spiel ruckelt auch an manchen Stellen. So, passende Dankbarkeitsstelle. Okay. Wir sind wieder an der Hauptstraße. Basava-Lager. Skingrad, Quatsch und Envil. Sind auch direkt drei Städte an der Goldstraße. Und die beiden kenne ich ja hier von der Goldküste. Auch aus Elder Scrolls Online. Das war, glaube ich, hier die Questreihe der Dunklen Bruderschaft. Und dann ist ja weiter hier irgendwo, weiter in dem Bereich. Dann Abbas Landing oder Abbas Landung. Von Dings hier, wie heißt das? Von der Diebesgilde. Ihr bewegt euch wie eine Schwangere. Alle immer so aggro hier. So. Ich mag die Musik auf jeden Fall. So, ich frage mich jetzt eigentlich, wie spät es ist. 10:35 Uhr am Abend, okay. So, und da haben wir Quatsch. Das wollen wir noch befreien. Mit, wie hieß der Typ nochmal? Mito oder so? Metius? Irgendwie so auf jeden Fall in der Richtung, deswegen, Quatsch nochmal besuchen hier. Wohnt hier nicht sogar. Eigentlich müsste ich hier Geoblin leben, oder? In Quatsch. Nach seinen Heldentaten in Morrowind müssten wir hier doch Geoblin wieder treffen.
Der müsste eigentlich noch leben. Also ich gehe davon aus, dass er noch lebt. Ja, jetzt werden wir hier von alles angegriffen. Ich glaube, nach der Befreiung von Quatsch gehen wir lieber zu Fuß. Dann können wir ein bisschen skillen auch. Indem wir alles hier kaputt hauen oder so. So, die Goldküste, wir sind da. Irgendwie manchmal will das nicht funktionieren mit dem Sprinten. Oder ich habe meine Tastatur schon geschraubt, das kann auch sein. Manche Tasten hier einfach nicht mehr funzen. So. Beletos Eselei. Überall gesucht. Vielleicht ist sie immer noch in Quatsch, in einem unterirdischen Versteck. Es ist möglich. Oder vielleicht kam sie heraus und nun sucht sie euch auch noch. Quatsch ist zerstört. Nichts ist übrig geblieben. Okay, gehen wir mal hoch. Also der hat nur eine Fackel. Ich dachte schon, dass irgendjemand mit einer Feuermagie oder so. Aber ich finde schön, dass wir jetzt eigentlich eine komplett einheitliche Rüstung haben. Aber das wird sich auch im Laufe der Zeit ändern. Ich bin jetzt noch mal kurz weg. Ich bin gleich wieder da. So, doch mal, da bin ich wieder. Jetzt dürfte hoffentlich keine weitere Unterbrechung sein. So. Aber wir gehen jetzt rein. Sehen zu, dass wir hier mal alles befreit kriegen. Vielleicht kann das auch wieder aufgebaut werden. Ich weiß es nicht. Mit wem müssen wir reden, um hier alles zu befreien? Hier liegen ja immer noch die ganzen Toten. Mirandi. Folgt einfach den Befehlen des Hauptmanns. Okay. So, Kettenbeinschienen. Ja, oder? Das nehmen wir. Das nehmen wir mit. Heiltränke. So, ein Gesell der Akrobatiker. Okay. Jezan Rilian? Nicht jetzt. Wir haben noch Arbeit vor uns. Okay. Ah, sie ist auch wieder da. Ja, ich hoffe, ich kann behilflich sein. Hier ist nichts. Schönen Tag. Sei behilflich. Savian Matthius. Genau so hieß er. Wer bist du? Ich kann von... War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Lebt wohl. So, und hier hatten die sich... Was? Altar der Neun? Prolocket, euer Glaube hat eure Gebrechen von euch genommen. Ich hatte irgendwelche Gebrechen. Nutella, geschnürte Lederhose. Ich kann nur Aussage wiederherstellen. Altar von Zenita.
Du arbeitest für die Ehre von Zenita. Von Mara. Unternehmt eine Pilgerfahrt zu einem Wegstein von Mara und ihr erhaltet künftig einen Segen an Maras heiligen Altären. Unternehmt eine Pilgerfahrt zu einem Wegstein von Kynarad und ihr erhaltet künftig einen Segen an Kynarads heiligen Altären. Dann haben wir hier Julianus, Fender, Arkai, die Bella und Akatosh. Ja, die Bella ist diejenige, an die ich am meisten hier glaube. Würde ich behaupten. Ich kann von Glück reden, am Leben zu sein. So, Savian. Seid ihr bereit? Wir brauchen eure Hilfe, um in die Burg zu gelangen. Aber wir müssen uns beeilen. Ja, lasst uns gehen. Ich wusste, dass ihr es schaffen würdet. Unser Ziel ist das Burgtor. Durch dieses Tor müssten wir auf den Platz vor dem Pförtnerhaus gelangen können. Nun, ihr wisst, was zu tun ist. Bleibt in der Nähe und haltet die Augen offen. Los geht's. Okay, geht los. So, der ist hinüber. Der ist hinüber. Da müssen wir hin. Verdammt nochmal, das ist nicht gut. Das Tor ist versperrt. Es kann nur vom Pförtnerhaus aus geöffnet werden. Burgtor? Wir können das Tor von dieser Seite aus nicht öffnen. Die einzige Möglichkeit, es zu öffnen, befindet sich im Pförtnerhaus. Und der einzige Weg ins Pförtnerhaus führt jetzt durch den Gang beim nördlichen Wachhaus. Der ist aber immer verschlossen. Ihr müsst Berich Injan so schnell wie möglich finden. Er müsste wieder in der Kapelle sein und den Schlüssel zum Wachhaus noch bei sich haben. Wenn ihr ihn gefunden habt, begebt euch zum Wachhaus, findet den Gang und öffnet das Tor. Dann können wir in die Burg gelangen und sie verteidigen. Okay. Also wieder in die Kapelle rein. So, zu wem muss ich... Wir sahen auf unserer Patrouille den Rauch von der Goldstraße. Wie können wir helfen? Folge mir. Wir sind direkt hinter euch. Okay, Kaiserliche Legionssoldat und Bogenschütze? Und wen suchte ich mit dem Schlüssel? Ihn hier, Berich? Wir warten nur auf den Befehl von Hauptmann Martius. Endlich eine Gelegenheit zurückzuschlagen. Wachhausschlüssel. Ja, ich habe ihn. Warum? Savians Befehle, keine Zeit für Erklärung. Ich muss ins Schloss. Das stimmt. Kurz bevor wir hier hineingedrängt wurden, haben sie die Burgtore geschlossen. Ich fürchte, ihr habt einiges vor euch, mein Freund. Die Stadt ist in einem schlechten Zustand und ihr werdet Schwierigkeiten haben, euch alleine zum Wachhaus durchzuschlagen. Ich gehe lieber mit euch. Wir müssen durch die Kapellengruft und dann durch den Rest der Stadt. Sollte ich es nicht schaffen, nehmt den Schlüssel und macht ohne mich weiter. Ihr müsst den Turm an der Nordseite der Stadt erreichen. Okay, jetzt habe ich drei Begleiter. Was mit dir? Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Lebt wohl. Okay, ich muss da durch, oder wie jetzt? Nee. Wo sagt... Da unten? Muss ich nach da unten hin? Achso, das ist mein Schatten. Tür zu Kapellenraum. Einfach mal drei... Wooden Door. Hier hatten die sich auch verbarrikadiert. Ich habe einfach mal drei Begleiter jetzt, die mir im Weg stehen. Irgendwie bin ich hier falsch. Hier steht mir im Weg.
glaube, das ist doch hier richtig, oder? Ich habe den Schlüssel zum Nordturm von dem Quatsch. Ich muss einen Weg durch die Stadt zum Turm finden und mir Zugang zur Wachloge des Schlosses verschaffen. Ah, ach so. Ich habe Verstärkung mitgebracht. Das haben wir gut gemacht, aber es bleibt keine Zeit zum Feiern. Es gibt noch viel zu tun. Wir müssen in die Burg. Graf Goldwein und seine Leute müssten eigentlich dort sein. Zuletzt habe ich sie gesehen, als sie versuchten, die Burg zu befestigen. Wenn der Graf noch am Leben ist, dann ist es meine Pflicht, ihm zu helfen, selbst wenn es mich das Leben kosten sollte. Wenn ihr mit mir gehen wollt, dann müssen wir jetzt los. Ja, lasst uns gehen. Ich wusste, dass ihr es schaffen würdet. Unser Ziel ist das Burgtor. Durch dieses Tor müssten wir auf den Platz vor dem Pförtnerhaus gelangen können. Nun, ihr wisst, was zu tun ist. Bleibt in der Nähe und haltet die Augen offen. Los geht's. Ja. Alles klar. Und jetzt? Läufst du mir hinterher oder wie? Ne, das ist verbarrikadiert. Da komme ich nicht weiter. Wo muss ich hin? Ich habe auf jeden Fall Verstärkung. Weitere Biester sehe ich nicht. Muss ich an denen irgendwie daran vorbei? Gibt es hier noch mehr von den Biestern irgendwo? Ich erkenne jetzt nicht, wo ich hin muss. Ich versuche mal hier lang zu gehen. Bereich wird geladen. Kann ich mal irgendwie... Es ist 3 Uhr. Eben ein paar Stündchen warten, damit es heller wird und aufhört zu regnen. Es regnet halt einfach immer noch. Muss ich vielleicht auf die Mauer? Ich glaube, über die Mauer komme ich da vielleicht noch hin. Er sagt mir ja nicht, wohin. Nicht jetzt. Wir haben noch Arbeit vor uns. So, was mit dir? Das haben wir gut gemacht. Wir müssen... Wenn ja, lass uns gehen. Unser Ziel... Nun... Muss ich da vielleicht noch eine Tür nehmen oder so? Ist jetzt gar kein Schimmer, wo ich lang muss. Die laufen mir einfach hinterher. Ach so, okay. Remora Rüpel. Oh, der hat noch so einen Streitkolben. Stahlpfeil. D3 Herz. Eine Perle. Na, den würde ich gerne mitnehmen, aber der wiegt zu viel. Aber komm. Warte mal.
Kommen die hinterher? Eiserner Dolch, eiserner Kriegshammer, eiserner Streitkolben. Aber ich glaube, hier damit komme ich. Nicht rüber. So komme ich auch nicht rüber. Okay. Es muss einen anderen Weg geben. Hier vielleicht noch irgendwie so eine Art Turm oder so. Den Turm kann ich da irgendwie rein? Gibt es da eine Tür? Die hat keine Tür. Kann ich mit dem Schlüssel einfach die Tür, das Tor von hier aufmachen. Wird wieder gekämpft, aber wie soll ich da reinkommen? Okay, da oben sind Daedra oder Dremora. Muss ich schwimmen? Ich glaube, ich muss schwimmen. Die anderen kommen nicht hinterher, glaube ich. Ich muss auf die Burgmauer. Weil da gab es einen Weg rein. Wie komme ich auf die Burgmauer? Irgendwie muss ich doch da hochkommen. So, die schießen sich ja halt noch gegenseitig ab. So, ich komme hier nicht hoch. Unter Wasser erkenne ich auch nichts. Na jetzt ernsthaft, wie kommt man da hoch? Wie kommt man da rein? Steht hier was? Ich muss in der Kapelle verquatschen und Rainian suchen und ihn nach seinem Schlüssel zum Nord. Für den Nordturm fragen. Nordturm. Also hier ist irgendwo ein Turm im Norden mit einer Tür.
Ich glaube, diesen gleich. Oh, der drischt Pfeile, nice. Gold nehmen wir auch mit. Was ist mit dir? Mehr an dir? So. Silberstreitaxt. Obwohl, warte, Teilpfeile. Diesen beschäftigt. Warte, hatte der auch noch Teilpfeile in sich? Stahlfall. So, Nordturm. Das müsste eigentlich der Nordturm sein. Wie komme ich da rein? Oder das hier? Oder ist das das da? Ich bin verwirrt, wo ich hin muss. Hat er auf der Seite einen Eingang? Auch nicht. Hä? Wo muss ich hin? Der sagt mir gerade da lang. So, von denen ist auch nur noch einer übrig. Oh. So, er lebt das? Hier noch einer. Nee, den hier. Legionsbrustharnisch. Gibt sogar 6 Schutz. Legionshelm nur 2. Schade um ihn. So, apropos, wie mache ich jetzt aus den Dingern hier? Seid ihr? Wir hätten eure Hilfe ein bisschen früher gebraucht können. Ich hätte aber gerne irgendwie. So, ich kümmere mich um den da. Autsch. Ach, da. Ich muss mir jetzt gleich heilen. So, Tränke. 1, 2, 3, 4. Ihr könnt im Moment keine weiteren Tränke zu euch nehmen. Schade.
Der hat nichts. Ja, lauf vor, Berich. Das war Treffer Nummer 2. Ich habe aus Versehen den Falten an. Ja, sollen die kämpfen? Wo rennen die jetzt hin? Wo rennen die hin? Hallo? Wo wollt ihr hin? Okay, hierhin. Gibt's hier was zu holen? Gold, ja. Nochmal Gold. Oh, warte mal, Zange. Kann ich das als Dingswerkzeug nutzen? So, kannst du wieder haben. Tonkrug. Hier ist nur Garn. Feder und Besen. So, also hier durch. Ich habe den Tunneleingang in Quart gefunden. Ich muss den Tunnel bis zur Wachloge folgen und dort die Tore öffnen, um die Wachen in den Schlosshof zu lassen. Oh, der ist schon fast hinüber. So, und jetzt? Wo muss ich hin? Ach, hier. Leiter nach Bartsch. So, ich habe die Tore von Schloss Quart geöffnet. Ich muss jetzt Sabian und seinen Männern bei der Bekämpfung der Monster innerhalb des Schlosses helfen. Ja, genau, attackiert alle nicht. Oh, ihn hat's erwischt. So. Ich hoffe, Alter, wie viele Legions hat er hier? Legionsbeinschienen, Legionsbrustharnisch, Legionshandschuhe, Legionshelm, Legionsschild. Hammel hat er auch noch. Wie viel macht eigentlich mein Zeugs hier? Okay, 3, 6, hier auch 2, 2, das 7, das wieder 2. Still. Oh, ihn hat er auch wieder erwischt. So. Autsch. Dieser Abschnitt ist frei. Wir müssen hinein und den Grafen finden, bevor es zu spät ist. Los geht's. Berich hat es auch nicht überlebt. Schlüssel für Quatsch Wachhaus. Zur Not mitnehmen. Bin ich jetzt hier alleine? So. Große Halle.
Okay, hier haben wir wieder welche. Alles klar, das war's. Wir werden hier die Stellung halten. Ihr geht hinter das Schloss und findet den Herzog. Kommt nicht ohne ihn zurück. Ja. Kämpft. Ich hoffe, ihr übersteht das, während ich hier mein Leben wieder auflade. Habe ich hier noch Heiltränke? Ja, ein. Ich hoffe, die überstehen das. Tut euer Schlimmstes. So. Vielleicht speichere ich einmal. Ich habe nämlich lange nicht gespeichert. So, sie hat auch nicht überlebt. Ihre 5 Gold nehmen wir aber. Was ist mit dir? Geht schon gut los, dass hier alle es nicht überleben. So, Magie reicht wieder nicht aus. Da sind noch 2 Scums. Das sind aber richtige Scums. Ja, hier laden. Sie ist jetzt schon tot? Was? Bin ich schon jetzt wieder tot? Ich warte vielleicht einmal draußen, bis ich aufgeladen bin. Kann ich hier vielleicht sogar eine Stunde warten? Ah, okay, warten halt auf. So, sie ist jetzt draufgegangen. Okay, warten hilft auch beim Leben aufladen. So. So, den da auch noch. Okay, das geht jetzt übel mit dem. So. Ja. So, jetzt. Und nochmal so. Und so, dann versuche ich jetzt nochmal den hier. Ja, komm. Alter, gleich muss ich wirklich rausrennen oder so. Hey.
Nein, nicht das. Das hier. Alter, ich gebe die hier andauernd drauf. Kann ich den dann anlocken? Dass er versucht, hierher zu kommen. Hör auf, in die Richtung zu rennen. Was ist mit dir? Jetzt kommt der andere auch noch dazu. Ja, trifft den an. Den da. Genau. Und nochmal speichern. So. Schwere Rüstung hat sich verbessert. Ja, komm. Okay, gleich gehe ich drauf. Und hier ist eine Stunde warten. Automatisch speichern und alles wieder voll. So, mit hoher Willenskraft. Das ist mir wieder zu viele Scams. Warte mal, ist meine Waffe vielleicht hinüber? Das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Ja, gut. So. Anne, warte. Eine Stunde warten. So, der soll einmal hier hingehen. Hey. So. Immer dieses Kampf hier. So, nochmal warten. Schwertkampf verbessert. So, wie sieht jetzt denn hier aus? Schwertkampf 43. Welchen Zustand hat die Waffe jetzt? 8. Die Frage ist, können wir die gleich noch benutzen? Ein Tanz im Feuer. So. Ach, wir sind jetzt zu zweit hier. Meine Waffe ist hinüber. So, kannst du mir helfen? Gleich geht auch hinüber.
mal hier eine Stunde warten. Und versuche den einen da jetzt nur anzulocken. So. Dass nur er kommt. Achso, warte, ich brauche den hier. Vielleicht sogar noch einen anderen Wert. Der Streitgolben gibt irgendwie zu wenig Schaden. Sie hatte doch ein Schwert, oder? Hatte sie kein Schwert? Hier. Stahlkurzschwert. So. Und jetzt noch mal eine Stunde warten, damit wir wieder volles Leben haben. Noch mal speichern. Und den nächsten. So, wo gehst du denn? Hey. So, komm. Aus. So, Schlagquartiere. Lederbeinschienen. Kann ich hier auch, wenn Feinde in der Nähe sind? Hier gar nicht. Okay. Automatisch speichern, immerhin. Ich speichere vielleicht auch so einmal separat. Hier ist alles niedergebrannt. Da ist niedergebrannt. So, wie sieht es hier aus? Ja, komm. So. Hier noch mal eine Stunde. Und noch einmal speichern. So. Hier entlang vielleicht? Keramikkrug? Ne, hier gibt's nichts. Galerion der Mystische. Grenzeroberung. Die wahre Barentia 5. So, schwere Rüstung hat sich auch wieder verbessert. Alter, ich hasse diese Viecher gerade. So, komm. Okay, gehen wir raus. Wie viel hat er noch? 58, okay. So, ach, der ist aber hier komplett allein. So, komm.
Bitte, jetzt. Ja, geschafft. So, nochmal eine Stunde warten. Und noch einmal so speichern und gucken, wie es hier aussieht. Ich hoffe, das war der letzte jetzt. Nein. Wir sind alle tot hier. Ja, brenn! Brenn! So. Aurelius Goldwein. Die Schlacht um Schloss Quatsch. Ich habe die Leiche von Herzog Goldwein gefunden. Ich sollte seinen Siegelring zu Savlian Matius bringen. So. Das nehmen wir auch mit. Kolovianischer Siegelring. So, gibt es hier noch irgendwas von Wert? Gold? So, vielleicht noch mal eine Stunde warten. Das war's wohl mit Quatsch, ne? Alle tot. Oder wir haben einfach zu lange gewartet. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Möglichkeit gab, alle zu retten. So. Savlian? Wo ist der Herzog? Warum ist er nicht bei euch? Es tut mir leid, er hat es nicht geschafft. Mit dem Gesicht in einer Blutlache liegen. Ne, es tut mir leid, er hat es nicht geschafft. Wir sind zu spät gekommen? Wenn wir nur früher gekommen wären. Dies ist in der Tat ein schwarzer Tag für uns alle. Ich danke euch aber dafür, dass ihr euer Leben für uns riskiert habt. Ihr habt nicht zufällig den Ring des Grafen gefunden? Ja, hier ist er. Wenigstens ist das in Sicherheit. Ich danke euch. Ich werde ihn aufbewahren, bis es einen neuen Grafen gibt. Hier, nehmt dies. Ich habe keine Verwendung dafür. Ich bin des Kämpfens müde. Ihr könnt ihn vielleicht noch brauchen. Was? Kolivianischer Siegring entfernt und Quatsch Brustharnisch hinzugefügt. Seht euch vor. Was soll ich mit dem Brustharnisch jetzt von denen? So. Könnte ich verkaufen. Okay, immerhin. Warte, sind die alle so viel wert? Quatsch, bloß da. Nee. Nur seiner ist so viel wert, hä? So. Stahl Claymore. Der hat nichts mehr. So, greifen die da oben noch an? Nö. Dann war es wohl hier, oder? Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.